Endlich geschafft, das Abitur ist in der Tasche. Für die Abiturientinnen und Abiturienten vom Reichswald-Gymnasium aus Ramstein-Wiesenbach fand am Donnerstag, den 17. März 2016 im Haus des Bürgers die akademische Abiturfeier statt. Insgesamt durften sich 119 Abgänger, so viele wie noch nie, sich auf die Übergabe der Zeugnisse zur allgemeinen Hochschulreife freuen. Auch wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement mit besonderen Preisen und Urkunden geehrt. Eröffnet wurde die Abiturfeier im vollen Wendelinus-Saal mit einem musikalischen Auftakt. Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, werte Gäste, zu unserem Festabend, anlässlich der Ausgabe der Zeugnisse des Abiturjahrgangs 2016, heiße ich Sie herzlich willkommen. Einige Jahre ist es nun her, es war das Schuljahr 2007-2008, als sich Ihre Eltern und Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, für eine Schullaufbahn an unserem Gymnasium entschieden haben. Mit ihrem Abi-Gold Kunheit Abi spielen sie auf dem berühmten Disney-Film König der Löwen an. In einer kleinen Umfrage meinerseits in ihrer Stufe, was sie mit ihrem Motto verbinden, haben sie folgende Bandbreite von Angefangen von Party, Party, Party! Bis, ich zitiere, dieser Film ist ein Teil meiner Kindheit und bedeutet für mich, dass am Ende alles gut wird. Die Welt steht Ihnen mit diesem Abiturzeugnis offen. Das ist toll. Aber die Welt wartet nicht auf Sie. Wir, die Schulgemeinschaft des Reichswald-Gymnasiums, haben Ihnen nach bestem Wissen und Rechten den Rücken gestärkt für Ihren Aufbruch. Wir gaben Ihnen einen Rucksack voller Wissen und Fertigkeiten an die Hand für Ihren weiteren Weg. Es liegt nun an Ihnen. Die Schulgemeinschaft des Reichswald-Gymnasiums wünscht Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und was Ihre folgenden Entscheidungen anbetrifft, stets eine glückliche Hand. In diesem Sinne, Hakuna Matata, herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich höre im Namen der Reichswald-Genossenschaft Kaiserslautern, Sie haben es schon erfahren, bin ich heute hier und darf zur bestandenen Abiturprüfung und somit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gratulieren. Mit euch für die Zukunft immer, wir haben es schon gehört, Hakuna Matata beschert sein. Eure Eltern beglückwünsche ich herzlich zu diesem freudigen Ereignis, denn ohne ihr Wirken wäre dieses Ziel wohl doch nur schwerlich zu erreichen gewesen. Auch ein Fundament, auf dem dieser Erfolg ruht, wäre nicht vorhanden gewesen. Und das kann ich als jemand aus dem Bauwesen sagen, ohne ein ausreichend bemessenes und richtig gegründetes Fundament, ja, da zeigen sich früher oder später konstruktive Risse oder Probleme. Und zu diesem guten Fundament haben aber auch eure Lehrerinnen und Lehrer ihren Teil beigetragen. Sie haben euch Wissen, Fähigkeiten vermittelt und, was im späteren Leben noch viel wichtiger ist, manche haben es geschafft, euch auch in euren sozialen Kompetenzen wohl weiterzuentwickeln. Im Namen des Schulelternbeirates, ich
ich möchte jetzt zum Ende kommen, und im Namen der Reichswahlgenossenschaft wünsche ich euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, auf dem weiteren Lebensweg alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, jeder hat schon mal den Satz gehört, die Schule ist die sorgenfreiste Zeit des Lebens. Doch ganz ehrlich, auch wir hätten in der Schule so manche Sorgen. Zum Beispiel, wenn im Kunstunterricht mit preußischer Disziplin durchgegriffen wurde. Oder wenn man versuchte, eine gute Chemieklausur zu schreiben, die Bedingungen aber durch die Beschallung des Musikzeit gegenüber deutlich erschwert. Hatte man dann seine Klausur endlich hinter sich, blieb einem natürlich nichts anderes übrig, als auf das Ergebnis zu warten. Lange zu warten. Sehr lange zu warten. Auch bei Ego-Noten wurde immer sehr genau abgewegt und sehr genau entschieden. Selbst Schüler, die den Kurs bereits verlassen hatten, machten sich dann manche Lehrer im Mund aus frischen Luft. Doch keine Panik, auch wenn unser Pilot fast immer geschlafen hat, so brachte er das Flugzeug doch sicher zum Landen. Herr Fetzer machte es sich zur Aufgabe, die Kunstwerke seiner Schüler zu verbessern. Das Blöde daran war nur, dass ihm seine eigenen Verbesserungen irgendwann nicht mehr gefielen. Der Traum, ein großer Künstler zu werden, blieb also leider unerfüllt. Doch der Traum des perfekten Lehrers wurde durch einen ganz besonderen Lehrer wahr. Er war nämlich sozusagen an den Fernsehwagen gekettet, was einen Film in jeder seiner Unterrichtsstunden zur Folge hatte. Doch nicht mal in der Pause hatte man seine Ruhe. Blieb man nur eine Minute zu lange im Foyer stehen, wurde man mit den Worten "Es ist Pause, alle raus!" von ganz bestimmten Lehrern ausgeschickt. Eine Sache, auf die jeder Schüler in seiner Schullaufbahn sehnlichst wartet, hat sich bei uns kurz vor Schluss doch noch erfüllt. Ein echter Feueralarm. Ende 2013 begann der Ernst des Lebens. Auch wenn wir es damals als etwas Unausweichliches und weniger Ernstes empfanden. Wir kamen in die Oberstufe. Unabhängig der Abiturergebnisse kann, glaube ich, jeder sagen, dass die Zeit in der Oberstufe zu den schönsten unserer Schulzeit gehört. Dank unserer Lehrer, und ich bin mir sicher, dass wir einige nie vergessen werden und auch nicht die ein oder andere Geschichte von ihnen oder über sie, hatten wir eine Zeit voller Freiräume, Möglichkeiten und Hilfsangeboten. Jeder hatte die Chance, sich weiterzuentwickeln, und vor allem die Möglichkeit, Kritik zu äußern und mit den Lehrern über das Leben und seine Inhalte zu diskutieren. Das machte das Lehrer-Schüler-Verhältnis zu etwas ganz Besonderem, was nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank dafür. Liebe Mamas und Papas, liebe Omas und Opas, heute ist der Tag gekommen, woran man als Elternteil oder als Großeltern bestimmt mit gemischten Gefühlen das ein oder andere Mal vorausdenkt. Bestimmt stolz wie Oskar, aber auch erschrocken, wie schnell doch alles bis zu diesem Moment verflogen ist. Heute ist ein großer Tag, denn wir halten das Stück Papier in unseren Händen, welches uns die Chance gibt, alles zu werden, was wir uns wünschen. Schließlich bleibt nur noch eines zu sagen. Wo auch immer euch das Leben hin verschlägt, lasst euch nicht kleinkriegen, verliert das Ziel nicht aus den Augen und rockt das Leben. Vielen Dank. The truth, and I always
Den Anfang machte der Stammkurs Geschichte mit 16 Schülerinnen und Schülern. Gefolgt von 12 Abgängern aus dem deutschen Stammkurs. Anschließend kam der größte Stammkurs aus dem Fach Erdkunde mit 23 Überreichungen. Weiter ging es mit 13 Abgängern aus dem Stammkurs Mathematik. Abi war leider nicht bei uns sein wird. Er hat sich Urlaub in Malle gegönnt. Wir müssen ihn dann noch bei Bedarf nachholen. Schülerinnen und Schüler absolvierten ihr Abitur im Stammkurs Sport. Für den Stammkurs Biologie gab es 21 Zeugnisse auszuteilen. Und zuletzt 12 Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Sozialkunde-Stammkurs. Jetzt haben wir alle 119 durch. Doch nun folgen die Ehrungen. Zu Beginn wurden die 12 besten Abgänger ausgezeichnet. Darunter mit 1,0 abgeschlossen Barbara Tabea Mese. Der Preis des Ministeriums für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz gab es für Mara Scheuermann. Neben den Glückwünschen an den Abiturjahrgang habe ich auch noch die große Freude, einen Preis zu vergeben, den Preis der Stadt Ramstein-Miesenbach. Ich darf erwarten, dass der Preis in diesem Jahr an eine Schülerin geht. Und ich darf erwarten, dass sich unser im Dezember leider zu früh verstorbener Bürgermeister Klaus Leis sehr gefreut hätte, den Preis an genau diese Person zu übergeben. Ich bitte auch die Bühne zur Überreichung des Preises der Stadt Ramstein-Miesenbach, Frau Hanna Leis. Hanna war ab Klasse 5 nicht nur eine hervorragende Schülerin, sondern auch ein engagiertes Mitglied in mehreren Arbeitsgemeinschaften und hat als Tänzerin der Tanz-AG oder Chorsängerin bei allen Musikveranstaltungen der Schule aktiv mitgewirkt. Darüber hinaus engagierte sie sich bei mehreren Projekten für ihre Jahrgangsstufe, zuletzt zum Beispiel als Redakteurin der Abi-Zeitschrift.
Vanessa Zwinger und Jonas Schmidt wurden für ihr schulisches Engagement vom Förderverein der Schule ausgezeichnet. Gleich 4 Auszeichnungen sowie Preise gab es vom DRK für die tolle Mitarbeit von Sina Bier, Mara Scheuermann, Melanie Walz und Christine Weiß für die langjährige Hilfsbereitschaft im Schulsanitärsdienst. Der DMV Abiturpreis für exzellente Leistungen im Abiturfach Mathematik ging in diesem Jahr an Caroline Charley. Die Auszeichnungen von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik bekamen Barbara Mese, Nico Zinstmeister, Sebastian Späth, Mara Scheuermann und Nicolas Dalaba. Urkunden und Preise gab es auch für die 2 Jahrgangsbesten Maximilian Kraus und Mara Scheuermann im Fach Chemie. Der Philologenverband verlief für die beste Abiturnote in Fachgeschichte an die Schülerin Hanna Leyes. Ebenfalls an Hanna Leyes wurde der Scheffelpreis der Deutschen Literarischen Gesellschaft für die beste Leistung im Deutschabitur verliehen. Im Fach Französisch durften sich für die beste Leistung Barbara Mese und Tabea Priskavets beglückwünschen lassen. Die besten Leistungen im Fach Latein wurden an Andreas Arnold, Dominik Weber und Caroline Charley ausgezeichnet. Mit der Verleihung dieses Preises würdigen wir das gezeigte Engagement in der Flüchtlingshilfe und möge euer Verhalten andere dazu verleiten, diesem positiven Beispiel zu folgen. Die Preise der Reichswaldgenossenschaft wurden Lena Donning und Viktoria Flux gewidmet. Liebe Zuschauer, das war die akademische Abiturfeier der MSS 13 vom Reichswald-Gymnasium im Jahrgang 2016. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Male mit Ramstadt TV.